Das sind die Top 5 News des Tages. Der Strompreisdeckel kommt. Nach dem Wien-Energie-Skandal führt das Klimaministerium einen Strompreisdeckel ein. Dieser kommt allerdings später als angekündigt und soll in den nächsten Tagen präsentiert werden. Vor 25 Jahren starb Prinzessin Diana. Am 31. August 1997 verunglückte die Königin der Herzen mit nur 36 Jahren in Paris. Ihr Wagen war auf der Flucht vor Paparazzi in einem Tunnel zerschellt. Jetzt kommt die vierte Impfung für alle. Gesundheitsminister Johannes Rauch empfiehlt die vierte Covid-Impfung heute für alle Österreicher ab 12 Jahren. Bisher war der neue Stich nur für Personen ab 60 Jahren wichtig. Häuser evakuiert, Baukran droht umzustürzen. Nach einem Wasserrohrbruch in Wien-Favoriten droht ein Kran umzufallen. Dutzende Wiener wurden in den frühen Morgenstunden aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht. Olympiasiegerin Dujmovic wird Mama. Snowboard-Queen Julia Dujmovic beendet ihre Profikarriere im Spitzensport. Die Olympiasiegerin, 35, und ihr Freund erwarten Anfang nächsten Jahres ihr erstes Kind.